Weil ein Autofahrer beim Überholen nicht richtig aufgepasst hat, kam es bei Königslutter nahe Braunschweig zu einem schweren Unfall mit 3 Schwerverletzten. Als am Nachmittag ein 51-Jähriger mit seinem Auto zum Überholen ausscherte, übersah er den hinter ihm fahrenden Wagen, der sich bereits im Überholvorgang befand. Da der 59-jährige hintere Fahrzeugführer dem plötzlich ausscherenden Auto nicht mehr ausweichen konnte, kam es zum Zusammenstoß. Dabei verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Autos, so die Polizei Wolfsburg. Einer prallte gegen einen Baum am Straßenrand, der andere landete im Straßengraben. Die beiden schwerverletzten Fahrer und ein schwerverletzter Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos erlitten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt.